Hallihallo und willkommen zu einer neuen Filmreview. Heute mit einem Horrorfilm, Brahms and the Boy 2. Ja, The Boy war also praktisch ja, die dritte Horrorpuppe praktisch, neben Chucky und Annabelle. Und ja, den ersten Teil fand ich ja irgendwo enttäuschend, weil kaum was passiert. Aber er hatte eine interessante Sache, die zwei anderen nicht gemacht haben, haben es halt, sagen wir mal so, versucht etwas realistischer darzustellen. Obwohl es auch irgendwo wieder bescheuert war, aber realistischer, sagen wir mal so, als dass ein Dämon eine Puppe befällt oder so. Ich fand es irgendwo nett. Irgendwie, es war nicht sehr der Hit, aber The Boy war schon so besser als sowas wie Annabelle 3 oder so. Und hat mich dann halt so solide unterhalten. Und dann dachte ich mir so, ja gut, dann geht man ja in den zweiten Teil so. Einfach mal gucken, ob das halt besser wird oder so schlechter vielleicht. Und ja, erstmal sagen wir mal zur Story. Interessanterweise spielt es nach dem ersten Teil. Überraschend heißt halt, dass ich eigentlich, wie bei Annabelle gedacht hätte, zuerst, dass er eigentlich davor spielt, weil ich eigentlich im Kopf habe, dass die kaputt gegangen ist. Aber da ich habe mir kurz davor nochmal den ersten Teil angeguckt. Und dann, ja, es passt schon, dass es einen zweiten Teil gibt. Es wurde dementsprechend so auch im Film angeteased. Und ja, okay. Dann geht es hier halt um eine Familie, wo die Mutter und der Sohn praktisch einen Überfall miterlebt haben. Da wurde in deren Haus eingebrochen und ja, die Mutter ist sogar fast gestorben, sagen wir mal so. Und um das, und die Mutter hat danach halt ewig erstmal Albträume. Der Junge hat einfach aufgehört zu sprechen und gibt sich halt nur durch Notizen, also setzt die auf den Platz, schreibt halt dann wieder. Und ja, dann kommt der Mann und sagt, ja komm, lass uns umziehen irgendwie. Und natürlich ziehen sie in die Nähe des Hauses im ersten Teil. Nicht direkt in das fand ich schon mal ganz gut, dass man nicht das direkt genommen hat, sondern nur ein Haus in der Nähe. Sonst wäre das irgendwie zu klischeehaft gewesen. Ist immer noch klischeehaft, aber das hat man dann versucht, ein bisschen anders zu machen. Minimal anders so. Und der kleine Junge entdeckt zufälligerweise im Wald, nachdem er Stimmen gehört hat, die ihn gerufen haben, eine Puppe verbuddelt in der Erde. Lustigerweise hält die Puppe, also Brahms dann halt seine Hand so direkt oben. Also alles ist verbuddelt, außer die Hand natürlich, wenn man genau ihn findet so. Und ja, der Junge buddelt ihn dann natürlich aus und will ihn natürlich dann halt die Eltern, ja gut, wenn du es gefunden hast und so weiter, es ist ein schicker Junge, kannst ja machen und so weiter, ne? Dann kommt natürlich immer mehr heraus, was irgendwie seltsam an der Puppe ist. Hat natürlich seine Liste mit seinen Regeln und so weiter und so fort, aber die Eltern denken sich natürlich nichts dabei. Ja, und dann kommt, das Interessante ist für den Zuschauer, dass sich die Puppe doch mehr bewegt diesmal. Während sie im ersten Teil noch sich nur bewegt hat, wenn es also ein Offscreen praktisch, beziehungsweise bewegt wurde durch die Person, die da in den Wänden war, hat man jetzt im zweiten Teil anscheinend wirklich sich gedacht, jo komm, wir hauen da wirklich irgendwie so eine Art Dämon rein, beziehungsweise einen bösen Geist so. Und dann ja, bewegt sich die Puppe sogar wirklich, beziehungsweise lässt Visionen aufkommen, kann man so sagen. Was den einen oder anderen gefallen könnte, mir persönlich hat es nicht gefallen, weil ich mir eigentlich dachte, ich fand das im ersten Teil eigentlich ganz cool, dass man eine Puppe genommen hat und dann das nur so ausgesehen haben lässt, irgendwie, dass da etwas, dass die Puppe lebt. Und hier hat man es wirklich so gemacht, dass da wirklich ganz klassisch wie bei Annabelle oder so ein Dämon drin ist. Und das fand ich dann halt so, ja toll, jetzt machen sie eigentlich theoretisch das Gleiche. Es ist wirklich so Annabelle als eine Jungenpuppe. So, ne? als hätten, würden sie so Merchandise machen wollen und dann halt, jo, hier die Mädels kriegen Annabelle und die Jungs kriegen The Boy. So Brahms. Und ja, weiß nicht, also nach und nach nimmt die Puppe immer mehr so den kleinen Jungen. Jude hieß er, glaube ich, so, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann kommen immer mehr seltsame Dinge auf. Die Mutter wird auch immer paranoider, beziehungsweise sieht so Visionen von der Puppe und denkt dann halt, sie würde sich das einbilden, wie weit das wirklich eingebildet ist und was die Puppe wirklich verursacht. Ist vielleicht für den ist ein bisschen schwammig, aber es kann man doch schon sehen, so was wirklich von der Puppe ausgeht. So. Und im Endeffekt haben sie es für mich dann auch ein bisschen übertrieben, weil da haben sie dann wirklich einen auf Dämon.
Hardcore gemacht. So. Und ich persönlich würde behaupten, dass der zweite Teil schlechter ist als der erste Teil, so jetzt so im Fazit hin. Und ja, weiß nicht, fand einfach so, die Charaktere sind relativ gleich interessant. Also, na gut, im ersten, die hatte noch das Interessante mit ihrem Freund, irgendwie, dass da irgendwie so eine Vergangenheit war. Hier haben wir jetzt nur den Überfall, wo man sich ein bisschen das Gefühl hat, dass sie da ein bisschen überdramatisieren, beziehungsweise auch ein bisschen hochnäsig in meinen Augen ist. Also ich bin hochnäsig, weil man dann so sich denkt, stellt nicht so an, obwohl man sich so denkt, so, ey, halt mal die Fresse, irgendwie so, weiß nicht, wie du dich selber, wie du das verarbeiten würdest, wenn du so einen Überfall in deinem Haus hättest und fast gestorben wärst. Darum, vielleicht ist das trotzdem ja ganz richtig so gemacht, wie das da gezeigt wurde. Aber im Großen und Ganzen fand ich den Film nun, ja, ein bisschen schlechter als mittelmäßig. Ich habe letztes Jahr schon schlechtere Horrorfilme gesehen, aber habe auch schon längst. Also der Chucky-Film von letzten Jahr wäre wesentlich besser als dieser Puppenfilm. Aber ich fand den Film besser als Annabelle 3, der auch, glaube ich, letztes Jahr gekommen ist, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Und darum sehe ich ihn so als Mittelmaß. Also sagen wir mal so, wer auf diese Puppendämonen-Scheiß steht, geht rein, ihr werdet vielleicht Spaß haben. Wer aber durch Annabelle und so weiter schon weiß, irgendwie so, ey, Digga, das geht mir so auf den Piss, na, dann lasst es. Dann spart euch das Geld, dann lohnt es sich wirklich nicht. Ich finde auch so, selbst, ich bin ein Horrorfilm-Fan und selbst ich, für mich lohnt es sich nicht, weil er nicht so wirklich Spaß macht. Aber naja, okay, das soweit mit Brahms The Boy 2. Wenn ihr den schon gesehen haben solltet, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr denn von dem haltet. Ob ihr den dann halt besser findet als den ersten oder generell die zwei Filme beide scheiße findet. Und ja, dann vielleicht noch eine Alternative schreibt, vielleicht so euer Lieblings-Horrorfilm reinschreibt, vielleicht gibt es da ja welche, die ich noch gar nicht kenne. Da versuche ich ja immer ein bisschen noch was Neues zu erfahren. Vielleicht gibt es da draußen doch noch gute Horrorfilme, von denen ich noch nichts gehört habe. Und ja, das soweit mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.